Herzlich willkommen zum vierten Videoblog. Mein Name ist Bruno Erni. Heute geht es um das Thema azyklisch sein. Azyklisch das Leben leben. Ja, viele Menschen gehen nicht gegen den Strom, sondern mit dem Strom. Was meine ich damit? Viele Menschen arbeiten von 8 bis 5, sie gehen am Samstag einkaufen, sie haben ihre Rituale, tun alles, was die anderen Menschen auch tun. Das heißt, sie arbeiten von Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag hat man Wochenende und so weiter. Wie du dein Leben lebst, weiß ich ja nicht. Aber erfolgreiche Menschen leben ein azyklisches Leben. Das heißt, sie haben einen Herzimpuls und arbeiten eben nicht nach 8 bis 17 Uhr Regel, sondern sie sind vielleicht selbstständig oder tun was, was ihnen eben Freude macht. Und dann ist es ja wurscht oder egal, wenn ich so sagen darf, ob das nun am Wochenende ist oder unter der Woche. So habe ich in einem anderen Videoblog auch schon erwähnt, dass ich am Samstag arbeiten gehe. Für mich ist es aber egal, ich nenne das auch nicht Arbeiten. Ich liebe mein Job, mein Hobby und so ist mein Job eben mein Hobby. Azyklisch sein heißt aber auch Dinge tun, die man eben nicht tut, wann die Menge es tut. Zum Beispiel Montagmorgen schlafe ich gerne aus oder eben ich bilde mich weiter, bewusst gezielt auf YouTube. Als ich damals meine Ausbildung machte als Detailhandelsangestellter oder eben als Verkäufer im Verkauf tätig war, das ist ja schon Jahre, Lichtjahre zurück, da hatte ich immer unter der Woche an einem bestimmten Tag frei, zum Beispiel Montag oder Dienstag. Am Dienstag arbeiten jedoch alle meine Freunde und Kollegen. Das heißt, niemand hatte Zeit für mich. Zu Beginn war das für mich ein bisschen seltsam, weil ich nicht mehr dazugehörte. Doch plötzlich spürte ich, dass es auch Vorteile hat. Vorteile, ich kann shoppen gehen und es hat nicht viele Leute. Vorteile, ich kann Dinge tun, ohne dass ich anstehen muss. Und plötzlich fand ich ganz viele Vorteile in diesem azyklischen Freitag. Die Frage ist heute noch, was kann ich azyklisch tun? Ich verhalte mich immer azyklisch oder oft zumindest. Ich plane hier, meine Häppchen azyklisch zu sein. An Weihnachten wissen wir alle, viele kaufen Geschenke, viele irren am 24. Dezember noch in den Supermärkten umher und kaufen in der Not Dinge für Menschen, die sie nicht brauchen. Das heißt, azyklisch zu sein, heißt zu planen. Ich weiß das ja jedes Jahr wieder, dass ich das frühzeitig einplane. Dann habe ich das schon und dann genieße ich am 24. Dezember einen Tag im Supermarkt, aber nicht in der Eile, in der Hektik, sondern im Café und schaue den Menschen zu und ich tue noch was viel Besseres. Azyklisch zu sein heißt auch zu wissen, dass bald das Jahr 2016 zu Ende ist. Und das heißt, dass ich im Januar ja wieder das Jahr starten muss oder das alte Jahr abschließen sollte. Azyklisch sich zu verhalten heißt, ich kann mich bereits im Dezember darauf vorbereiten, dass das Jahr frühzeitig zu Ende ist. Wie Klaus Kobold es immer treffend sagt, denn er ist am 3. 4. Januar, hat er schon die Buchhaltung erledigt für das vergangene Jahr. Er bereitet sich azyklisch und minutiös vor für das vergangene Jahr und kann dann sehr, sehr früh das Jahr beenden und dann die Ferien genießen. Azyklisch heißt auch, nicht dorthin in die Ferien gehen, wo alle in die Ferien gehen. Also mal zu überlegen, wo gehen die Menschen nicht hin und es doch schön ist. Azyklisch sein. Die Frage ist, wie kannst du in deinem Leben azyklisch sein? Azyklisch heißt auch, nicht den Regeln entsprechen, die wir in der Kindheit gelernt haben. Eine deutsche Studie aus dem Jahre 2013 besagt, dass 98% der Kinder vor der Schule hochintelligent sind. Ja, und nach der Schule sind es nachweislich noch 2 bis 3%. Wir werden also in der Schulzeit geformt, so zu denken wie die Masse. Und wenn ich azyklisch mich verhalten muss, soll, um mehr Erfolg zu haben oder eben auf meinen Seelenweg zu kommen,
dann muss ich mich erinnern, dass ich diese Affirmationen, die mir damals als Kind aufgepappt wurden, wieder löse, dass ich mir Dinge suche, die mir Freude machen. Da fühle ich sie im Herzen. Dann gehe ich dieser Freude nach und tue sie. Tja, und da sind wir wieder beim Tun. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Wenn ein Popstar einen neuen Song schreibt und er azyklisch vorgeht, kann er unter Umständen einen neuen Trend entdecken. Die Frage ist, wo kannst du einen neuen Trend entdecken? Und wenn du dabei schon bist, zu fragen, wie entdecke ich denn einen neuen Trend? Wie entdecke ich denn das Azyklischen? Dann kann ich dir nur zurufen, höre dir ganz intensiv auf dein Herz, denn dein Herz schlägt wie mein Herz unglaublich schön und das erzählt dir viele Dinge, wie du azyklisch dich verhalten kannst. Da gilt es mal in die Ruhe zu gehen, zu überlegen, was will ich denn, was kann ich, an was habe ich Freude und dann aufzustehen und azyklisch loszurennen. Also, ich wünsche dir ein vieles Entdecken des azyklischen Lebens. Verhalte dich azyklisch. Wo kannst du azyklisch sein? Das ist eine gute Frage. Du kannst zum Beispiel in die Ferien gehen, wenn niemand in die Ferien geht. Du kannst dein Mittagessen einnehmen, wenn andere nicht essen. Zum Beispiel nicht immer, in der Schweiz isst man immer um 12 Mittag. Du kannst also um 13:30 schon essen oder um 11, so wie es dir eben dann gefällt. Azyklisch heißt auch mal einen anderen Nachhauseweg fahren als bisher. Zu dir selbst mal ein bisschen anders sein. Denn wer anderes tut, entdeckt auch Neues. Und wenn du Neues im Leben haben willst, um eben das Leben zu ergänzen, dann musst du mal was Neues tun. Ich weiß, sich azyklisch zu verhalten braucht Mut, denn viele verstehen das nicht. Doch glaube mir, den azyklischen Menschen gehört die Welt. Der immer das tut, was er schon immer getan hat, bekommt nur das, was er schon hatte. Das heißt, wenn du Neues im Leben haben willst, musst du neue Dinge tun. Und wer neue Dinge tut, der bekommt auch Neues. Ich liebe diese Aussage. Ach ja, und ein PS. Azyklisch heißt auch, azyklisch zu arbeiten, eben dann, wenn du deine Hochs hast. Ich habe jetzt 22 Uhr. Für mich ist jetzt Schluss hier in der Praxis in Winterthur. Ich habe heute einen azyklischen Tag erlebt und ich danke dir, dass du mir hier zugehört hast.